Was geht ab, Freunde? Kommen wir heute zu einer neuen Reaction, auf die ich mich schon sehr, sehr krass gefreut habe, Freunde. Und zwar dem neuen Musikvideo von Flair. Kam gerade eben online. Ich denke mal, die Leute, die den Trailer dazu kennen, die wissen, was uns hier erwartet, Freunde. Es wird geisteskrank. Musikvideo ist, warum ist das hier schon vorgespult, Digga? Wir müssen am Anfang gehen. Musikvideo ist produziert von Spectre. Ich gebe jetzt mal keine Gewähr dafür, aber mir wurde gesagt, dass der damals bei Netflix mitproduziert hat. Und, das Musikvideo wird auch so aussehen. Also der Trailer alleine schon, ja, ich glaube, da, also guck mal, Bornstein-Video war nicht schlecht, sein Musikvideo, ne, Teledin weg, aber das hier wird wirklich, glaube ich, alles bisherige in Deutschrap einfach in den Schatten stellen, glaube ich. Und das ist das zweite Musikvideo, glaube ich, von Spectre, denn er hatte einmal eins für Rammstein gehabt und jetzt halt eben das für Flair. Ne, so wurde mir das alles mitgeteilt. Ich hoffe mal, das stimmt. Let's go. Genau, lasst ein Abo da sehr gerne, würde ich mich sehr freuen. Genau, also das mit dem Handy schon alleine, ne? Das ist natürlich eine legendäre Aufnahme von Flair, die Fanboy-Aufnahme hier. Ich glaube, die beste Stelle müsste auch gleich noch kommen, das Wort zu der einen, da sagt, du bist keine Autorität für mich und sowas. Es ist, lässt sich drüber streiten natürlich, ne, für die Leute, die jetzt hier schon wieder den Spaß verderben wollen, aber Digga, es ist legendär und es ist einfach zu nice. Genau, und hier habe ich schon extra passend dazugeholt, Freunde. Na, ihr seht ja, was der eine hier im Mund hat. Gleich kommt auch noch ein Easter Egg. Ich rede noch zu Ende, bevor ich das reinhau. Ein Easter Egg. Achtet mal auf das Tattoo bei dem einen übrigens, ne? Bei dem einen Polizisten da. So. Oh. Das mit dem Fanboy? Nein, ich hab Fanboy. Ich kann keine Karte auf das haben. Ja, ich hab keine Karte. Ich kann jetzt die Leute einfach. Nein. Wer ist hier Rapper gekommen, ne? Digga, scheiß mal auf die Pisse hier, Alter, ohne Spaß. Alleine bis hier, ne, das Video sieht schon so heftig aus mit den heiligen Scheinen und allen, diese ganzen Details. Du kannst nicht runterreden als ich. Du bist keine Autorität. Du bist ein Witz. Du bist ein Witz. Du bist ein Witz. Du bist ein Witz. Normalerweise kommt das SDK zu mir. Du kleiner Lappen bist überhaupt nicht wichtig. Schaut euch das an. Es tut mir leid, ne? Ich sag schon mal zu Anfang hier einfach, ich werde sehr häufig wahrscheinlich pausieren und einfach nur geflasht von diesem Video sein. Das sieht halt so geisteskrank heftig einfach nur aus. Okay, das ist die erste Szene, die man noch nicht kannte. Sounds got that secret song. Light up the night. Been feeling so high. In with love and life. Aber geiler, epischer Anfang, auch jetzt, also das hier ist jetzt Light Up The Night, ne? Aber auch schon epischer Anfang mit diesem Voice Sample. Sehr krass. Wenn jemand weiß übrigens, wovon das ist, gerne kommentieren. Boah, klingt das heftig. Boah. Habe die Straße im Blut, was noch? Habe den Vibe und den Groove, was noch? Hab mehr Probleme mit Cops, als haben meine Weiber die Suits. Ich war der Erste in alle, erst auf die Flizzy belächt. Jedes Outfit ist ein State. Aber ihr checkt nicht die Message. Ihr denkt, ich hab es von ihm, aber von dem er sagt, hat es von mir und zwar way back. Ah, dafür war die Brille damals. Stimmt, ne? Die hat man ja vorher, also danach jetzt nie in einem Video oder so gesehen, weil gar nichts rauskam. Dafür hat er sich damals diese Iced-Out-Brille geholt. Okay, heftig. Also wirklich videomäßig bis hierhin. Es ist, ja, wie gesagt, es ist einfach nur gestört. Mit dem Rolls Royce hier, die Polizei, alles, das ganze Drumherum im Hintergrund in dem Video. Es ist so heftig. Aber ihr checkt nicht die Message. Hä, hey, aber die ist auch nicht vom SEK, ne? Von ihm, okay. Aber von dem er sagt, wow, hat es von mir und zwar way back. Irgendwann 2007, wow, keiner von euch hat die Pesh. Keiner von euch hat die Fash. Rapper, sie stoppen mein Leben. Schlag, wenn die Kameras flashen. Ich bin ein Player. Ah, warte mal, das war eine Anspielung mit dieser RTL-Sache, wo er den Kameramann geschlagen Rapper, hat. Rapper, sie stoppen mein Leben. Schlag, wenn die Kameras flashen. Ich bin ein Player, sie weiß. Immer nur, wenn sie weint. Nicht nur ein Baller bei Insta. No. Rapper für Money nicht leicht. Werf einen Blick in die Iris. Sieh, dass die Psyche gefickt ist. Du gehst spazieren in der Mall. Polizei handelt dein Business. Schau die Hips. Und die Lips. Ah, okay, warte mal, jetzt kommt schon der zweite Song. Model Face. Okay. Wie du gibst,
besitzt. Eine Träne auf der Modelface. Brauchst du Finger, wenn du kommen willst. Kein Respekt vor deinem neuen Freund. Nur Respekt vor deinem Bodyshape. Schau die Hips. Also da glaube ich, hätte man auch gut noch eine Eye-Tracker-Reaction draus machen können. Wirklich bis hierhin, ich finde auch musikalisch, ne, um auch mal darauf einzugehen, finde ich es bis jetzt sehr nice. Also das, der erste Teaser sozusagen hat mir auch sehr gut schon gefallen. Die Beats bis jetzt beide klingen sehr nice. Auf jeden Fall produziert wieder von Symes, ne? Grüße gehen raus an der Stelle an Symes auf jeden Fall. Ja, und vom Sound her kann man auch sagen jetzt schon, es ist wieder... Also ich finde das krass bei Flair, weil er ist wirklich einer von denen, die es immer schaffen, von Album zu Album den Sound irgendwie, ja, anzupassen einfach, aber halt irgendwie nicht anzupassen auf andere Leute, wie die den Sound haben, sondern es wird immer irgendwie so, also keine Ahnung, er schafft das irgendwie immer, dass es einfach geil wird und trotzdem immer anders wird und nicht immer das Gleiche ist, ne? Ich fand damals Colucci war ein mega krankes Album auch zum Beispiel, was für mich aber dann wieder eine richtig heftige Steigerung noch war, war halt Atlantis. Also das war für mich, ich weiß nicht, ne, ich weiß gar nicht mehr genau, wie erfolgreich das Album war, aber ich würde trotzdem sagen, dass es noch hätte mindestens doppelt so erfolgreich sein müssen. Einfach auch die Features, die da drauf waren. Alleine der Song mit Sierra Kid damals, ne? Ich habe da aufs ganze Album damals reagiert und einfach, weil mich das halt so geflasht hat auch und ich das so krass fand. Wie du gibst, auf mir sitzt. Eine Träne auf der Modelface. Brauchst du Finger, wenn du kommen willst. Kein Respekt vor deinem neuen Freund. Nur Respekt vor deinem Bodyshape. Hab den Glow. Paddock, wow, wow, wow. Auf dem Dancefloor, wow, wow. Sie geht low, down, down. Bin most hated. Das kein Wort. Boah, okay, krank, Mann. Oh, das hier mit dem Auto. Down. Heftig. Bin most hated. Seitenfaded. Too faded. Das kein Wort. Flieg ein Spaceship. Let's go. Schau der Booty alles super size. Glaub die Titten, sie sind customized. Safe. Maskulin kommt in der Ladies Night. Nein. Pussys drippen, so wie Wassereis. Spectre Video, so wie Michael Bay. Bay. Meine Hose, nur Shirin Bay. Ganz Berlin ist voller Dirty. Okay, Shirin Bay, Anspielung war auch hier wieder mit drin im Song. Ansonsten noch die Line gerade. Spectre Video wie Michael Bay. Habe ich das jetzt richtig zitiert? Ich glaube schon. Nein. Pussys drippen, so wie Wassereis. Spectre Video, so wie Michael Bay. Bay. Meine Hose, nur Shirin Bay. Ganz Berlin ist voller Dirty Cops. Lebt den Tag in einem Training Day. Schau die Hips und die Lips, wie du gibst, auf mir sitzt. Okay, hat was Cooles, ne, mit diesem Pfeifen, finde ich, ist irgendwie nice, auch gut abgemischt, also das ist, ja, klingt sehr clean und ohne irgendwelche komischen Frequenzen oder so drin. Generell, wie gesagt, also ich finde es sehr nice bis jetzt, sehr, sehr nice. Und wir haben noch zwei. Eine Träne auf der Modelface, brauchst du Finger, wenn du kommen willst. Kein Respekt vor deinem neuen Freund, nur Respekt vor deinem Bodyshape. Schau die Hips. Wie du gibst, auf mir sitzt. Eine Träne auf der Modelface. Brauchst du Finger, wenn du kommen willst. Kein Respekt vor deinem neuen Freund. Nur Respekt vor... Boah, Digga, was haben die getan, Mann? Was haben die getan? Wo war das? Hier. Brauchst du Finger, wenn du kommen willst. Kein Respekt vor deinem neuen Freund. Nur Respekt vor deinem Bodyshape. Was auch krass war, ne, auch schon von Anfang an generell Sounddesign, also immer wieder irgendwelche Soundeffekte mit drin, ja, was soll man sagen. Ihr Booty shaked up and down, so wie ein Jojo. Drop ich mal 30k, ist noch Lolo. Der Drip ist Amiri, babe, das ist kein Polo. Shorty geht auf die Knie, ihre Belohnung. Ihr Booty shaked up and down. Ah, nice, okay, mit Underwater Sound, also Digga, Soundeffekt, mit Underwater Effekt hier, ja, klingt jetzt auf jeden Fall nochmal ganz anders als die anderen beiden Dinger, ja, mehr so Autotune-mäßig einfach. Ist kein Polo, Shorty geht auf die Knie, ihre Belohnung, ihr Booty shaked up and down, so wie ein Jojo, glaub ich mal 30k, ist noch Lolo, ist noch Lolo, der Drip ist Amiri, babe, das ist kein Polo, das ist kein Polo. Ich muss sagen, ne, dazu würde mich wirklich sehr, sehr, sehr ein Making-of interessieren. Das wäre mega nice. Ich denke nicht, dass sie das gemacht haben, leider. Ja, wir lassen auch mal ein Like hier da. Aber das ist, ja, wirklich zu heftig einfach. Jetzt gucken wir mal hier, ja, wie viel Budget haben wir. Also ich will nicht wissen, was das gekostet hat, ne, aber, boah. Also das muss sehr teuer sein, das Video, wirklich. Baby, den Face, passt zu meinem Whip. Denn du bist flawless, denn du bist flawless. So wie du tanzt, in VIP. Baby, du modest, baby, du modest. Du bist ein Freak, das ist ein Match.
ich bin Psycho, denn ich bin Psycho. Nehme dich weg von deinem Freund, weil's mir nicht leid tut, weil's mir nicht leid tut. Rapper, sie machen auf. Aber ich weiß nicht, ne? Ist das irgendwie so ein Placement oder so für My Secret? Weil ich weiß ja, Flair hatte damals auch eins, ne? In seiner Instagram-Story mal gehabt. Deswegen könnte das sein, dass das sogar irgendwie. Aber es stand nirgends was von Werbung oder so. Dann ist das einfach nur so. Ich hab keine Ahnung. Wobei, vielleicht hat My Secret dann das Video mitfinanziert. Ja, das wäre natürlich dann, würde Sinn ergeben. War wahrscheinlich nicht so, ne, das war jetzt nicht richtig ernst gemeint, aber ja. Doch meine Strafakte ist dirty und ihre Strafakten sind plain. Die Jacken sind plain. Nicht nur die Seele und nicht nur mein Herz, aber die Paddock ist froze. Die Paddock ist froze. So wie du blowst und für mich post. Das sind Life Goals. Das sind Life Goals. Ihr Booty shaked up in the. Ich muss irgendwie sagen, der Song gefällt mir am besten. Einfach von der Melodie. Finde ich den mega krass. Ich denke mal, es wird viele Leute wieder geben, die halt sagen so, okay, ey, das Autotune ist jetzt nicht ganz so meins und feiere ich jetzt nicht so unbedingt, ne? Kann ich verstehen, was die Leute meinen und dass sie das vielleicht lieber dann die anderen beiden Songs mehr mögen oder auch andere Sachen schon von Flair mehr gemocht haben. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr nice. So wie ein Jojo, drop ich mal 30k, ist noch Lolo, ist noch Lolo. Der Drip ist Amiri, Bay, Flag. Boah, Digga, was ist das für eine heftige Jacke, bitte? Gucci-Jacke, oder? Wo war die jetzt, die orangene? Hier. Ja, man sieht richtig nice aus. Das ist kein Polo, das ist kein Polo. Shorty geht auf die Knie, down. Ihre Belohnung, down, down. Ihr Booty shaked up and down. So wie ein Jojo. Glaub ich mal 30k. Ist noch Lolo. Auch ansonsten, ne, rein von der Beleuchtung her und so. Ist es halt auch einfach, warte mal, wo sieht man das? Genau, hier erstmal natürlich diese ganzen Laser sind halt mega heftig, das rote Licht, das blaue Licht und so. Ihre Belohnung, down, down. Ihr Booty shaked up and down. So wie ein Jojo. Glaub ich mal 30k. Easy. Ist noch Lolo, ist noch Lolo. Der Drip ist Amiri, babe. Das ist kein Polo, das ist kein Polo. Schon geht auf die Knie, down, down. Ihre Belohnung, down, down. Auch alleine, ne, dieses Detail, was halt jetzt noch nicht mehr extra oder so ist, sondern einfach an sich so ein Sternenhimmel in so einem Royce, ne. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr dazu sagen. Hier natürlich nochmal Werbung für das Album. Und hier nochmal Spectre Berlin, genau. Also Shoutouts auch an Spectre, ne, wirklich. Also, ich glaube, man kann sagen, es hat sich wirklich gelohnt, auch eventuell so viel Geld auszugeben dafür, einfach weil man es halt wirklich auf ein nächstes Level gebracht hat, was es so vorher nicht gab. Wirklich, es gab kein so ein Musikvideo. Und das von Bones, wie gesagt, fand ich damals schon krass, aber ich finde persönlich, das hier hat das von Bones nochmal wirklich ums Dreifache oder so getoppt. Wirklich. Mega krank. Nice Songs auf jeden Fall. Wie gesagt, der dritte hat mir am besten gefallen. Von der Melodie her, ne, Autotune und so. Fand ich mega nice, Freunde. Das war's mit der Reaction. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt den Zweitkanal mal ab. Ist auch unten verlinkt. Da kam auch heute und gestern ein Video online. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach morgen wieder mit der nächsten Reaction. Bis dahin, Freunde. Ciao.